Wir schreiten weiter vor als Karim. Sorry, ich war zu nah am Mikro dran. Der letztes Mal ja schon zerfallen ist, weil er wahnsinnig geworden ist und es tropft immer noch irgendwann Blut von der Decke. Aber das ignorieren wir mal kaltblütig und schreiten weiter voran. Moment. My dear Alex, I will always be at your side. There are times when insanity takes hold and nothing seems right. During those times, I will help you. Fear not, for I will keep the darkness away. Danke, lass mich bitte lesen, du alter Sieg. Moment, hat das gerade Karim jetzt gesehen oder? Ich habe keine Ahnung. Ist egal. Okay. Wir gehen weiter. Aber ich meine, die liest doch nur den ganzen Tag. Ja, bis auf das mit der Badewanne, das war seltsam. Yes! Nehmen, magischen Kronex erhalten. Spruch Erholung wurde entdeckt. Yes! Das heißt, wir können jetzt zuordnen. Und das tun wir mal da hoch. Oder warte. Nee. Erholung gut. So, und das geben wir den. So. Das geben wir dem Steuerkreuz. Magisches Item, Erholung, gut. Erholung! Okay, jetzt können wir uns wenigstens von dem Wahnsinn mal ein bisschen erholen. Da die Magie ja sowieso ständig aufgefüllt wird, wenn wir uns bewegen. Oh, Moment. Okay, das füllt nur die grüne Energie auf, aber nicht die rote. Oh, Mist. Die altersschwache Decke ist eingebrochen, sodass nun ein unpassierbarer Haufen Schotter die Tür blockiert. Cool. Mit dem können wir auch nichts machen, oder? Ja, das ist schön. Okay, nee, passiert nichts. Aber warte mal. Wenn wir jetzt die Fackel nehmen. Nee, ich dachte, das können wir vielleicht anzünden. Okay. Dann wieder die Schwerter. Türe öffnen. Ah ja. Oh, das Schwert, das brauchen wir. Moment, wir waren doch schon mal in dem Raum. Jetzt kann ich mich erst wieder erinnern. Wir waren mit Pius in dem Raum und da, wo es eingestürzt ist, da konnte ich dann zu den Amuletten. Okay, also gibt es wahrscheinlich nicht mehr als dieses Schwert hier zu nehmen. Ein großes Schwert, das Ramdao, steckt mitten in einem aus soliden Steinen gemeißelten Podest. Es erwartet seinen nächsten Besitzer. Soll Karim versuchen, das Schwert aus dem Stein zu ziehen? Yes! Ramdao erhalten, so. Und wer hätte das gedacht, die Türe geht zu. Soll ich jetzt das Ramdao? Oh Gott. Ich werde sterben, nicht wahr? Dann nehmen wir mal das Ramdao. Und verzaubern es. So. Oh, das hat aber viele auf einmal zerstört. Finalschlag. Kannst du das Maul halten? So. Das Ramdao ist ja voll geil. Das bringt die alle mit einem Schlag um. Okay. Yes. So. Komme ich jetzt wieder raus? Natürlich nicht.
Bam. Okay, war's das jetzt? Nein, jetzt kommen auch noch die roten Ärsche. Hallo. Ich glaube aber, die sterben nicht so leicht. Nee, nicht ganz. So, wer steht als nächstes auf? Du. So. Upsi, du fliegst ja gar nicht um. Alter, kannst du mal einfach deinen Kopf verlieren. So. Geht doch. So. Noch irgendjemand Einwände? Kann die Tür jetzt aufgehen? Natürlich nicht. Aber du hast eine Rune. Du bringst ja wenigstens was. Obwohl, ich weiß ja... Ich weiß ja gar nicht mehr, für was ich das alles verwenden kann. So, sind wieder nur drei. So, du legst dich gleich wieder hin. Du verlierst mal schön deinen Kopf. Magische Rune gefunden. Sehen wir gleich nach, was das ist. Kannst du bitte sterben? Danke. Oh Gott, da ist er. Ich habe gar nicht gesehen, dass da noch was rausgekommen ist. Okay, komm, heil dich. Okay, komm. Ich will wieder gesund werden. Okay, das reicht mal. Und das Schwert werden wir gleich wieder verzaubern. Danke. So, okay, und was bringt jetzt die Rune? Ne, nicht neue Spruchrunen. Ah, da haben wir sogar schon die Rune. Also den Kodex. Ich verwechsel. Kaltunga. Warte. Bringt das jetzt was, wenn wir jetzt einen neuen Spruch machen? Und das jetzt Ausrichtung wählen? Jetzt, Santag und. Absorbieren? Was? Projizieren Item selbst. Aha, das ist auch Erholung. Aber bringt das was, wenn wir das jetzt zuordnen? Achso, da können wir dann... Wenn wir Roterholung... Achso, das ist die Ausrichtung. Ah, okay, jetzt können wir doch die Rote auch heilen. Das ist aber das Wichtigste. Also dann machen wir mal eine Liste der Sprüche zuordnen. So, das, so. Und mit der Ausrichtung da. Bringt das dann was, wenn wir das Item, also magisches Item, zuordnen? Ausrichtung. Was bringt denn das dann? Wenn wir das jetzt verzaubern. Keine Ahnung, vielleicht zieht das dann mehr Energie ab oder so, ich weiß es nicht. Mal sehen, das werden wir dann im Kampf testen. Ja. Ich sollte mich heilen. Aber das zieht viel mehr Energie, also Magie ab. Okay, das reicht einmal. So. Und da können wir wahrscheinlich immer noch nicht durchnehmen. Okay, dann hinauf. Okay, ich schleiche da lieber mal. Doofes Feuerknacksen.
Ist da ein Clippers? Nein, okay. Mich wundert nur, dass ich das nicht abfackeln kann. Oder sonst irgendwas. Probieren wir es nochmal. Weil die Fackel kann ich ja nicht verzaubern. Das habe ich ja schon mal probiert. Okay, dann ist das anscheinend nichts. Okay, dann müssen wir jetzt leider unser schönes Schwert abgeben. Türe öffnen. Oh Gott. Ach so, wir haben das noch. Cool. Das ist sehr gut. Lass mich in Ruhe. Hallo. Du stehst immer noch? Dann verlierst du jetzt deinen Kopf. Ihr könnt mir übrigens gerne schreiben, was der Unterschied bei Items ist zwischen Rot und Grün. Weil ich weiß es gerade noch nicht. Und ich höre schon wieder die Stimmen. Hey, geht's da raus? Da ist ja nichts mehr, okay. Ah, warte, da kann ich noch was untersuchen. Die Decke ist auf der Länge des Fluches in sich zusammengebrochen. Krümmer liegen auf dem Boden verteilt. Soll Karim den Schutt über den Schutt klettern? Ja, mach das mal. Bevor wir rausgehen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Dann wird wieder das. Und. Das war nicht so gut. Komm. Du schaffst es. Danke. So. Komm, greif's an. Du schaffst es. Du hast keine Dinger mehr. Ist es tot? Okay. Gut. Da geht's noch weiter hinunter. Warte, soll ich jetzt zuerst da hinunter oder hinauf? Schau mal zuerst hinauf, weil. Ja. Schauen wir zuerst mal, ob wir da auf die Leiter kommen, weil da ist ja Licht. Ich gehe doch zuerst hinunter. Lululul. Okay. Ja, über den Schutt klettern so. Und das wollte ich wieder verzaubern. So. Okay. Gut. Gehen wir zuerst da hinunter. Ich glaube, das war richtig. Aber was ist das? Eine blasphemische Skulptur aus menschlicher Haut und menschlichen Knochen. Innerhalb dieses Altars sind Knochen zu einem Lesepult angeordnet, das auf seine Bestimmung wartet. Ah, warte, kann ich da vielleicht... Ja, dann kann ich nicht mehr zaubern, oder? Also ich kann gar nicht weg, ohne das nicht zu nehmen, okay. Ich glaube langsam, ich hätte doch zuerst oben müssen. Naja, egal. Ups.
da erweckt noch einer zum Leben. Und noch einer. Wunderschön. Und noch ein paar. Ja, ich sollte mich dann vielleicht mal heilen. Wo habe ich das? Nein, das war's nicht. Nein, da war das. Oder auch nicht. Ah, genau, das hatte ich sowieso auf Y, nicht Trottel. Nein! Okay, geheilt habe ich nicht mal. Alter, könnt ihr vielleicht mal sterben? Nein! Gott, wie viele Gegner kommen da eigentlich noch? Ich will nämlich langsam auch mal wieder einen Part beenden. Und noch mehr Gegner. Ja, das gefällt mir. Ja. Vielleicht ziehen die ja roten Gegner mehr ab oder so. Und das andere grünen Gegner mehr. Ah Gott, da kommt wieder so ein Ding raus. Und ein ganz großer. Alter, ich habe keinen Bock mehr. Toll, jetzt habe ich nichts mehr zum Schießen. Okay. Hab schon verstanden. Ich bin hier nicht erwünscht. Komme ich da jetzt nicht mehr raus? Danke. Wunderbar. Ich muss aber mein Schwert verzaubern. Oh cool, ich bin tot. Diesmal wirklich, oder? Ach Gott. Alles umsonst. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich weiß es nicht mehr. Aber jetzt sehen wir wenigstens mal, was passiert, wenn ich sterbe. Das Leben von Karim verging in den Fängen der Eternal Darkness. Da niemand nun ihre diabolischen Pläne vereiteln wird, ist die Menschheit im Untergang geweiht. Super! Okay, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei dem letzten großen Gegner. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.